Hallo meine lieben Leute und willkommen zurück hier im Bravely Second. Wir sind am Kauern. Kauer machen, kauern. Das ist das offizielle Verb für diese Tätigkeit hier. Und sie sind ready, wie ihr seht. Wie ihr nicht seht, weil ihr habt den unteren Bildschirm nicht. Jetzt habt ihr ihn. Und bevor es jetzt wirklich auf die Schlussgeraden geht hier in der Story. Wir sind wahrscheinlich im letzten Kapitel, werden wir hier euch heute die Früchte unserer Arbeit präsentieren. Ihr seht hier erstens mal das hier verkaufen. Und nun zeige ich mal, wie viel wir hier absahnen können. Normaler Kampf habe ich hier. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, den Timer da oben. Wobei, Moment, nee. Ich möchte kein Noob-Kauer haben, sondern richtig epische. So. Und jetzt geht's so richtig los. Schaut euch das jetzt an. Oh, jetzt kommt. Oh, yes. Wobei, das ist eigentlich noch eine relativ schlechte Ausbeute. Moment, verkaufen. Das kann ich jetzt mal so machen. Wobei, das, wenn ich jetzt mal so sehe, ja, geht. Besser als gedacht. Aber jetzt kommt die nächste Ladung. So möchte ich sie. Ja, kommt. Kommt einfach so. Gebt mir das ganze Money. Und da unten? Na, fast. Ja, jetzt dauert es wieder 10 Sekunden das Ganze. Ja, komm. Wurscht. Dafür war die Ausbeute, wie ihr seht, sehr, sehr gut. Give me all the money, thank you very much. Ja, wenn man es mal mit dem Anfang vergleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt ins Let's Play schon gepackt habe, also für YouTube, aber vor dem Stream mache ich eigentlich das hier immer. Man sieht auch immer sehr, sehr schön jetzt da links oben die Zeit. Das waren eigentlich jetzt meine Stream-Vorbereitungen. Alles einstecken, alles... ja, alle Programme aufmachen, mir was zum Trinken holen, auf Zuschauer warten. Und ja, das waren heute 20 Minuten, wie es ausschaut. Naja. Aber Zuschauer sind trotzdem keine da. Sad Level. So, das können wir jetzt auch nochmal verkaufen und dann sehen wir mal, wie viel wir jetzt da innerhalb von 2 Minuten bekommen haben oder so. kaufen brauche ich mir eigentlich. Das da unten checke ich noch nicht so ganz. Was mir das jetzt bringen soll. Kriege ich da extra jetzt immer Geld? Oder kann ich da wirklich irgendwas umtauschen? Das ist so verwirrend. Naja, aber sonst kann ich jetzt mal nichts aufbessern, wie ihr seht. Das ist auf jeden Fall nötig, um jetzt die letzten Dinger hier zu kaufen. Dass man dann so abgeht wie jetzt. Ist auf jeden Fall ein schönes System dahinter, muss ich sagen. Und auch, ich mache das hauptsächlich nur wegen dem Soundtrack. Ich möchte möglichst alle bekommen. Habe ich noch einiges vor mir, wie es ausschaut hier. Aber hey, irgendwann. Wahrscheinlich nicht mehr in dem Let's Play, aber ist ja wurscht. So, das war's. Heute war der Top-Seller. So viel wie heute habe ich noch nie bekommen. Ja. Also einen guten Start hier in diesen Livestream haben wir vor uns oder hinter uns gebracht eigentlich. Ja, wir sind hier letztens stehen geblieben von der Story her. Wir sind in Kaldisla, so heißt die Stadt, die Anfangsstadt, die jetzt die Stadt der Enten heißt oder irgendwie sowas. Sind wir letztens angekommen nach dem ganzen Story-Gedöns. Und es sind noch ein paar Fragezeichen hier. Und da bin ich auf jeden Fall jetzt gespannt, in welche Richtung es da jetzt noch geht. Wir haben letztens noch eine Sidequest angefangen mit einem Großmarschall. Und der hat uns gesagt, entweder da oder dahin. Oder aber, das habe ich vielleicht missverstanden, wir müssen sowohl das Schwert als auch das Schild bekommen. Weil ich hätte gedacht, wir müssen uns entscheiden, also schauen wir mal. Hier drinnen sollte das Schwert sein.
Und dafür würde ich mich jetzt auch rein theoretisch entscheiden. Habe ich jetzt beim Offscreen-Leveln so gesehen. Level 60 gibt es ja auch schon. Interesting. Hier kann man auch speichern, aber das brauche ich jetzt mal nicht. Und ich habe jetzt hier, das möchte ich jetzt auch noch ansprechen, man sieht, Mönch, und was noch da alles ist. Ich habe jetzt mal alle Sidequests nachgeholt auf meinen anderen Spielstand. Das ist jetzt rein theoretisch mein anderer Spielstand. Und habe jetzt mal alle möglichen Jobs bekommen. Und schon einige sehr hochgelevelt, wie man jetzt hier sieht. Aber das ist jetzt mittlerweile eh nicht mehr so ein langer Prozess, das Hochleveln, habe ich das Gefühl. Wenn man die Gegner schnell wegfetzen kann. Ja. Also so lange hat das gar nicht gedauert. Ja, ja, ja. Das habe ich natürlich bei jedem probiert zu machen. Und jetzt haben wir hier mal diese Konstellation. Den Exorzisten möchte ich eigentlich so haben als Unterstützer, weil der ist eigentlich sehr, sehr gut. Besonders wenn ich da mal durchknüppeln möchte mit den anderen. Das braucht es auf jeden Fall. Und habe ich sonst noch irgendwas Neues? Weiß ich nicht. Ich habe angefangen, hier wieder die normalen Gegner zu knüppeln, hier für die 100%. Aber ich bin relativ schnell wo stehen geblieben, um zu trainieren. So, da links oben hat sich die Tür aufgemacht. Da müssen wir wohl weiter und hier ist ein Jip-Jip. Hier war, glaube ich, noch kein Jip-Jip. Also Jip-Jippen wir hier mal herum. Ist auf jeden Fall eh immer was Schönes hier. Cave scallop, ducal guard style. Oh, nice. These are the scallops you collected earlier, right? Fresh scallops are the best. And I love the miso butter sauce. The bed of green onions and bean sprouts really works too. The juice from the scallops soaks into the greens, turning them into a refreshing seafood salad. Like an undersea garden. By the way, did you say shield grilled? Yeah. Instead of a hot plate, I use this shield here to grill them. Wow. That's awfully extravagant. I read that the soldiers in the field would use their shields to grill meat and their helmets to boil potatoes. How resourceful. I'll have to remember that the next time I'm in the woods without a frying pan. You make a lot of grilled food, Idia. Is that popular among the Ducal Guard? Sure is. Hearty battlefield fare, fit for heroes. That's always been their motto. A feast fit for heroes is right. The Knights of the Ducal Guard have always been like that. Big, strong warriors with even bigger hearts. It sounds like a proud tradition. Just like the Sky Knights when I first joined them, I guess. It must have been a real honor. Is that where you learned to cook Ducal Guard cuisine? The attorney and fourth guard unit, the Sky Knights, was once part of the Ducal Guard. Its commander was none other than Sir Argent Heinkel. This was his shield, passed down from captain to captain. Oh, so that's the shield you used to... Wait... You used a priceless heirloom to grill scallops? Darn right. Just have to rinse it off and it'll be good as new. It's what Heinkel would have done. A meal fit for heroes? More like a meal fit for madmen. What if you were ambushed while you were cooking? Well, that's why they outlawed deep frying, you know. Yeah, it'd be like a fire shield, except you'd be the one getting burned. As commander of the Ducal Guard, Heinkel was sworn to serve Father night and day. Father's the one who taught him how to cook on the battlefield. So the Templar taught him, and you've inherited their legacy. I suppose that's the Ducal Guard way. Exactly. Wait, so all those dishes with way too much sugar and your culinary experiments, they were inherited from the Ducal Guard too? Huh? What is it? This mithril shield. I've been holding onto it for my collection. It's the Pope Agnes Ascension Limited Commemorative Edition. Oh, so that's why it was polished all spiffy.
It made the cooking a breeze, I'll tell ya. But my shield! It's all covered in soot and miso butter! Hey, guess what, everyone? I've got another special treat for you! Check it out! Scallop soup in a helmet! Ducal Guard style! Oh no, you didn't! I sure did! I used the shiniest, best-kept helmet I could find! Ooh, look at it sparkle! But that's my Legion helmet! That was my prize for qualifying at the Harina Regionals of the World Fighting Spirit Championships! You know, you, it's good that you take care of your things. But the most wasteful thing of all is not to use them. Ja, vor Edias Kochkünsten ist nichts und niemand sicher. Haben wir ja auch schon mal so eine kleine Sitzung angehört. Um was ging es da? Um so einen Stab, glaube ich. Ach ja, immer sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ach ja, was ich auch in Kaldisla gesehen habe, da kann man auch wieder Objekte oder solche Ausrüstungen kaufen. Das war hier. Habe ich mal mir gegönnt. Schaut interessant aus. Naja, du hast jetzt immerhin einen neuen Helm, mein lieber Yu. Also halb so schlimm, würde ich sagen. Naja, aber die sind sehr, sehr teuer. Deswegen habe ich mir mal das nur für Yu gegönnt. Die anderen hole ich natürlich irgendwann nach. So, und jetzt geht's rauf. Wie viel da jetzt uns bevorsteht. Oder runter. Ach ja, da unten war ja auch noch was. Voll vergessen. Sollen wir schauen, welche Monster hier sind? Welche Monmon? Ich muss aber auch sagen, das Nachspielen hat auch nicht so lange gedauert. Wie schon gesagt, wenn man da einfach eine Kombination hat, das ordentlich Damage knüppelt, das ist bei mir eigentlich das, was ich hier habe. Nicht dem Mönch, sondern ja, der Freibeuterer mit dem Quattro-Schaden. Da muss man zwar unmittelbar neben so einem Wanderer-Typ sein, der dich immer hochheilt in den Dungeons, weil nach ja, dreimal Angreifen mit dem Quattro-Schaden hast du eh keine MP mehr. Ja, das wäre auch interessant, wenn man zum Beispiel ein Schwarzmagier hat. Man sieht ja hier, wie viel mehr MP man dadurch hat. Aber du hast dann mit dem Schwarzmagier nicht so viel Angriff. Das ist ja logisch. Naja. Aber wie schon gesagt, einfach hochheilen. Einfach daneben stehen. Neben so einem Dude. Und dann ist alles okay. Was ist das wieder für verwinkelte... So ein verwinkelter Dungeon hier. Was sollte das? Naja. Ich wollte sowieso noch etwas ansprechen, weil ich habe jetzt auch ein bisschen über die Story nachgedacht und es stand ja ein gewisser Altair, wie auch immer man ihn ausspricht, immer wieder im Vordergrund, nicht? Auch was jetzt die Vergangenheit betrifft, das ist sowieso interessant. Da gab es ja dieses Gespräch mit dem Handyvertrag und so, aber was, wenn da jetzt einfach mehr dahinter steckt als jetzt so eine unterhaltsame Unterhaltung, ne? Weil die kennen das ja alles nicht, ein Handy und Handyvertrag. Aber Altair kommt ja aus der Vergangenheit, aus der Welt, wo es sowas gab. Und das klingt ja ähnlich wie unsere Welt, nicht? Unsere Real-Life-Welt. World. Habe ich irgendwas verpasst? Naja. Also vielleicht gibt es da Parallelen. Mir bleibt auch noch in Erinnerung die ganze Geschichte um die Himmelswelt oder das Reich des Himmels oder wie auch immer, ne, aus dem ersten Teil. Und falls ich mich da nicht jetzt irre, hat da nicht der Endboss aus dem ersten Teil gesagt, dass der jetzt oder den Fokus mal auf uns gerichtet, weil da war ja die 3DS-Kamera ja an und man hat sich selbst gesehen, ne, so als
kleiner Touch. Aber dann hat dieser Boss gesagt, dass, oh, das ist ja jemand aus dem Himmelsreich oder sowas und da warst du angesprochen. Kann es sein, dass ja dieses Himmelreich, dass das irgendwie eine Verbindung ist zwischen dem Himmelsreich und jetzt wirklich unsere Real-Life-Welt? Und vielleicht ist ja eigentlich Altair einer aus unserer Real-Life-Welt. Und wer weiß, vielleicht steckt ja Altair hinter einem bösen Plan. Da sehe ich ja auf jeden Fall Parallelen zu anderen Serien, auch von Square Enix, veröffentlicht. Also, wer möchte ich jetzt mal da nicht sagen, aber da ist schon was, wo ich gewisse Ähnlichkeit sehe zu einer anderen Story. Also schauen wir mal, ob da nicht noch mehr hinter dieser ganzen Story steckt, als es jetzt schon ist. Und wir wissen ja rein theoretisch noch nicht sehr viel von den ganzen Baal und von Altair. Also, achso, das war das Schild. Okay. Ich hab gedacht, da ist vielleicht irgendwie so ein Endboss noch, der den Schild beschützt oder so. Wie kommen wir eigentlich darauf? Können wir das irgendwie aufmachen? Naja, also das ist auf jeden Fall noch eine Frage, die sich hier, die man sich hier stellen sollte. Für was sind wir jetzt hierher gekommen? Da soll mir das nur zeigen, dass man da irgendwie auch versteckte Wände hat und von der anderen Seite gehen muss. Oh. Naja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob da jetzt noch mehr kommt. Und vielleicht noch ein gewisser Plot-Twist. Es ist auf jeden Fall merkwürdig, in welcher Welt wir jetzt gelandet sind nach dem ganzen Finale gegen den König der Baal. Ne, Diamante, vielleicht steckt ja mehr dahinter. Wobei dann... Schauen wir mal. Ich bin eigentlich schon noch relativ überzeugt davon, dass jetzt diese Fee, weil es ist schließlich eine Bravely-Serie und da sind die Feen immer böse. Ich bin da schon überzeugt, dass die jetzt nicht zu den Guten gehört, sondern eher was Böses plant. Wobei, man weiß ja nie. Ich kann mir schon vorstellen, auch so wie der Verlauf der Story bis jetzt so ist, dass man jetzt so klar nicht zwischen Böse und Gut dann die Story aufbaut, nicht? Also das wird noch spannend. Nur frage ich mich jetzt hier, wie komme ich da rein? Vielleicht außenrum. So vielleicht. Oh, yes. Ganz, ganz sneaky hier. Der Kraftarmschutz, wie er sich da einfach versteckt hält. Was fällt denn ein? Naja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Auch, ob da jetzt mit Altair noch was kommt. Weil es hat ja irgendwas mit der Vergangenheit zu tun. Das sieht man ja die ganze Zeit, wenn man gegen die Baal kämpft. Dass der irgendwie, auch aus unserer Welt, der schaut eher so aus wie unsere Welt. Wie die Real-Life-Welt und nicht die Welt jetzt hier von Bravely Default oder Second. Wenn man den Hintergrund anschaut. Es schaut eher so aus wie das Real Life. Und als wir gegen Diamante gekämpft haben, hat man ja auch eine Frau im Hintergrund gesehen. Und wir wissen ja, dass Altair und Vega hieß die Frau, glaube ich, getrennt wurden. Und dass ja Liebesschmerz und alles drum und dran. Das müsste ich mir jetzt auch nochmal durchlesen. Was der Altair uns alles gesagt hat. Aber er möchte sie auf jeden Fall wiedersehen und so. Und es ist schon irgendwie suspekt, dass genau dann bei dem großen Baal Diamante, dass dann erstens mal der Baal so ausschaut, ne, mit der Frisur wie so eine Frau. Und auch der Hintergrund. So eine Frau in den Himmel starrt oder irgendwie sowas. Und so nach dem Sinn, dass sie einsam ist, nicht? Da war ja was. Und auch hinten so ein Komet oder so. Also da kommt sicher noch was. Auch was die Story um die Baal angeht.
Weil, woher kommen die? Warum? Was hat jetzt Anne oder Anne, wie man sie auch immer ausspricht, warum wollte die den Dämon zerstören? Steckt da noch irgendwas Wichtiges in dem Mond? Da wird es auf jeden Fall noch einiges geben. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, Partygespräch. Ratschlag zum Schild. Achso, das war das Schild. Das ist der Schild des Großmarschalls. Er sieht ja stabil aus, aber... Ich weiß, die Aufgabe meines Vaters war zu leicht. Es muss mehr daran sein als nur das hier. Vielleicht fragst du am besten jemand um Rat, über den Schild meine ich. Wenn du über Schilde reden willst, ist der richtige Kommandant Goodman. Ja, das passt ja eigentlich. Ja, er wäre gut. Er könnte mir bestimmt eine Menge gute Rat... Was? Gute Rat? Was? Was stand da jetzt? Er kann mir auf jeden Fall einen guten Rat geben, so. Aber du meinst, du bekommst noch bessere Tipps von nicht so bekannten Leuten? Genau. Vorsichtig testen, verschiedene Ideen sammeln, aus vielen Richtungen. Guter Plan. Du könntest jemanden fragen, der meistens Dinge beschützt. Traditionen zum Beispiel. Jemand, der Traditionen schützt? Tradition, Sitten, Verteidiger des alten Weges. Mir fällt nichts ein. Verteidiger des alten... Achso, das. Anstatt uns hier den Kopf zu zerbrechen, ich kann nicht lesen, wie es ausschaut. Können wir doch erst mit Kommandant Goodman reden. Gute Idee! Und was ist jetzt mit dem Schwert? Eigentlich wollte ich ja den Schwert haben. Aber ich hätte gedacht, ist woanders. Also der Schild. Und jetzt haben wir den Schild. Na gut. Weil das ist mir aufgefallen, eben beim Trainieren. Es ist da besser, wenn du einfach vollen Angriff voraussetzt. Okay, aber wir können trotzdem noch hin. Da würde ich jetzt sogar noch hingehen. Ich glaube, das ist eh eine Abkürzung dorthin, oder? Eishöhle. Wieder voll vergessen. Das war ja, glaube ich, ganz am Anfang hier. Ach ja, dann gehe ich hier sehr gerne jetzt noch durch. Ich könnte das rein theoretisch schnibbeln, aber das tue ich nicht. Genießt einfach die Eishöhle. Ach ja, sehr, sehr schön, die Blautöne. Süderli. Ein weiten Bogen. Mich würde ja interessieren, was passiert, wenn ich jetzt wieder das Item benutze. Aber dann glaube ich, dass ich eher wieder links oben ankomme und jetzt nicht am anderen Ende. Deswegen gehe ich hier jetzt mal lieber durch. Naja, wäre halt interessant, wenn jetzt hier noch welche im Chat sind. Wären, die das Spiel kennen und dann, oder auch das Spiel spielen und dass ich mich dann unterhalten kann. Über Ideen oder einfach Ideen sammeln, was jetzt noch die Story betrifft. Aber ich bin jetzt einsam, allein hier. Ich bin genauso wie die Frau. Ne, aus dem Hintergrund. Wo es gegen Diamante gegangen ist. Ich bin Vega confirmed. Na, das kann natürlich was eine andere Bedeutung haben. Das muss jetzt nicht unbedingt Vega sein. Aber es wirkt schon so. Und wir haben ja schon gehört, dass irgendwie dieses Bravely Second, da gab es ja auch was mit der Story. Dass das ja auch was mit Altairs Vergangenheit zu tun hat. Oder zumindest jetzt der Hintergrund. Das kam mir ja bekannt vor. Ja, so war das ja. Aber nee, jetzt habe ich den falschen Weg gewählt, oder? Ja, gut. Och, Männchen. Das ist halt blöd, weil ich hier nicht in das Schiff einsteigen kann. Na gut. Ist halt so schlimm. Es ist eine Schneelandschaft und eine Eishöhle gewesen. Da finde ich es gar nicht schade, dass ich hier ein bisschen Zeit vertrödelt habe. Süderli. Wo sind wir jetzt von der Story nochmal? Wir sind in Kaldisla angekommen. Ich weiß, das ist für mich vorgestern passiert, ne, der letzte Livestream. Aber trotzdem.
Trotzdem habe ich vergessen. So. Oh, sag mir nicht, ich hätte hier gleich gehen können. Ist das nervig. Weil ich weiß nicht so recht, ob ich vom hinteren Weg hier reinkommen kann. Wobei, eigentlich müsste es schon so sein. Weil wenn ich mich recht entsinne, hier... Die Tür war zu und jetzt ist sie offen. Yes. Das habe ich offscreen auch schon mal erkundet hier. Aber es ging ja auf jeden Fall nicht weit. War einfach. Wie man es ja auch auf der Map sieht, habe ich nicht alles erkundet, weil es einfach nicht ging. Gut, dann können wir jetzt hier noch den Rest erkunden. Und auch beide einsammeln, wie es ausschaut. Also nichts da, nichts von, du musst dich entscheiden für Schwert oder Schild. Du bist da so ein Pro, du wählst beides aus natürlich. Das ist die Story drum. Naja, ich war von den Sidequests jetzt schon so gewohnt, dass das eben nicht der Fall war. Bei Sidequests, nicht? Da musst du dich immer entscheiden. Und deswegen war ich gleich, oh, ich muss mich entscheiden. Und das heißt, dass du entscheiden musst. Und dann entscheidest du dich, obwohl du dich nicht entscheiden musst. So viele Entscheidungen hier. So, da oben ist noch eine Treppe. Da unten ein Item. Schön alles einsammeln. Ja, einfach weggeschmissen. Gut. Naja. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Was kann da jetzt noch alles auf uns zukommen? Und wie schon gesagt, ich habe da auch eine leichte Vermutung, weil es da Parallelen zu einer gewissen anderen Serie gibt, dass da noch was kommen kann. was jetzt nicht so vorhersehbar ist. Und wenn sie das hier in dem Spiel gemacht haben, dann sind sie sneaky. So. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Südele, jep, jep. Komm hier. Jep, jep, nicht jep, jep. Was bist du denn für einer? Sorry. You want us to take a survey? But what about our food? We have to do this before dinner, otherwise it won't mean anything. Okay, but what kind of survey? Well, let me put it this way. You drinks tea, but not coffee. Tiz and Idia both like coffee, but Idia has a serious sweet tooth. And so it goes for other food and drink. What you're saying is we all have different tastes. You two were arguing about food just the other day, weren't you? That's right. One of us is completely deluded and thinks steak should be served with ketchup. Well, duh. Everyone knows that. No, they don't. It's a travesty. Ketchup is for burgers and fries. Maybe Magnolia is onto something with this survey idea. We'll see. So, what do you want to know? All right. Question one. What do you put on your eggs? Oh, this is easy. Oh, I know. Hollandaise. It's gotta be hollandaise sauce, right? Would you listen to Mr. Hoity-Toity? Everyone knows it's ketchup. I'm fine with just a dash of salt and pepper. Sometimes I can't tell if your tastes are refined or just plain boring. No, he is absolutely right. Good point, sir. The answer is salt and pepper. And hollandaise. Moving along. Next question. Fried oysters. What do you put on them? Well, seafood, tartar sauce. End of story. You can't just lump all seafood together. The right answer is ketchup. And you, Tiz? Let me guess. Salt again? Oh, no. Soy sauce for oysters, definitely. Soy sauce? Ugh, where'd that come from? That's how Anya's taught me to eat them way back when. I admit, I thought it was kind of weird at the time. You don't say. Anyway, next question. Favorite style of ramen? Ooh, things just got serious. Okay, tsukemen. Oh, no, wait. Tonkotsu. Tonkotsu shoyu. Not alcampa noodles? Huh, that counts as ramen?
Well, no, I'm sticking with tonkotsu shoyu. Well, I like miso. With butter on top, obviously. And a dash of vinegar too, right? Tis exactly. Which means you're also... Sorry, I'm a salt man. I prefer a clear broth to a creamy one. What about you, Magnolia? Well, since I came to Luxendark, I've had a lot of ramen. And I mean a lot. And I like them all. Whatever the type, you can't go wrong with ramen. Hey, no fair. I'm changing my answer then. D, all of the above. Look, are we done? Because I am starved. I'll eat anything, as long as it's now. Yeah, me too. I'm feeling kind of lightheaded. I have to eat something. I don't care what. Enfin, the words I was waiting for. Today's menu is Magnolia's special boiled meat and spuds. A la lune. Gosh, that sounds impressive. But what's a la lune? Bleak and featureless. Huh? Did you say something? Oh, I can't hide it any longer. I'm so sorry. It's a complete disaster. You remember how we put all our herbs and spices in one basket? Well, I must have dropped it somewhere. I've been waiting for you to say you're so hungry you'll eat anything. Why have all the sneaky tricks? So kann man's auch machen. Das muss ich mir für die Zukunft merken. Einfach die ganze Zeit vorm Essen über Essen labern, bis alle so hungrig werden. Und dann kannst du ihnen alles bieten. Egal wie langweilig es schmeckt. Ich bin ja jemand, der jetzt nicht so sehr auf Gewürze steht. Diese Thematik hatten wir ja hier schon mal. Natürlich Salz und so gehört dazu. Also, keine Ahnung, eine Suppe, wo überhaupt kein Salz drin ist, das ist, würde ich sogar ich sagen, dass es fad schmeckt. Oder, keine Ahnung, Nudeln oder sonst was. Ein bisschen kann man da schon reintun. Aber ich bin ja nicht so jemand, der so viel Geschmack in seinem Essen braucht. Und dementsprechend würde ich ja auch wahrscheinlich so langweilig kochen und ja, so kann ich die Leute hungrig machen. Dann ist das allzu schlimm. So, waren wir hier jetzt schon oder nicht? Nein, die Raimond-Truhe. Das werde ich offscreen holen, sorry. Ach ja, was ich ja noch ansprechen wollte, voll vergessen. Mit den Sidequests und so. Also, die zweite Runde, sagen wir jetzt, der Sidequest. Das werde ich nicht als Bonus bringen. Warum, fragt ihr euch? Es fragt niemand, weil hier gerade keiner zuschaut. warum, fragt man sich eventuell? Ja, ich habe das Gefühl, ich wollte jetzt, bevor ich jetzt hier weiterspiele mit der Story, wollte ich unbedingt den Spielstand mit den Sidequests haben, ne? Diesen Spielstand hier mit dem möglichst 100%, weil das ist ja viel besser. Schaut euch das mal an. Und vorher beim anderen Spielstand war das ja noch recht löchrig, weil da sehr viele gefehlt haben. Naja, aber bevor ich hier so weiterspielen wollte, wollte ich halt einfach die Sidequests haben und irgendwie hatte ich auch nicht die größte Motivation. Ich denke mir normalerweise, da ist das Schwert-Party-Gespräch, normalerweise würde ich es in einem Let's Play machen, aber jetzt hier so im Livestream, wo ich da wirklich an Zeiten gebunden bin, habe ich nicht die größte Motivation für sowas. Dass ich da jetzt noch in einem kurzen Zeitraum wohlgemerkt, ne, der letzte Livestream war ja für mich vorgestern und ich wollte jetzt einfach mal wieder weiterspielen. Auch wenn ich rein theoretisch sehr viel übrig hätte hier.
Naja, hier zum Beispiel das hier zu vervollständigen, das alles, oder die letzten Sidequests hochzuleveln. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind jetzt so dem Schluss nahe. Ich möchte das jetzt eigentlich die nächsten, eigentlich in dieser Woche, innerhalb der nächsten 7 Tage abgeschlossen haben, eventuell heute schon. Dementsprechend wollte ich da jetzt nicht irgendwie das Offscreen machen und dann ein bisschen Zeit verdrödeln dadurch. Ich wollte das jetzt einfach so weiterspielen. Und da habe ich mir auch gedacht, das bietet es sich doch an für einen anderen Playthrough, falls ich das jemals mal wieder Let's Playen möchte oder so, dass ich das dann einfach dann die andere Entscheidung mache im Let's Play, dass man das im Projekt selber sieht. Ich habe es ja gesehen, auch wenn ich eher ein bisschen geskippt habe, aber ich habe es rein theoretisch gesehen, aber es geht ja darum, das im Projekt zu zeigen. Normalerweise würde ich das beim Let's Play machen, aber das ist ja jetzt so eine Mischung aus Let's Play und Stream, was mir auch aufgefallen ist, dass das jetzt nicht mehr so, ja, das Gleiche ist für mich. Bei Streams bin ich eher fahrlässiger, habe ich das Gefühl, was ja auch irgendwie verständlicher ist. Weil wenn du einfach offline ein Let's Play aufnimmst und ein Let's Play nicht wirklich so führst, dass du ein Part aufnimmst, hochlädst, veröffentlichst und erst dann wieder ein Part aufnehmen, sondern du nimmst das ganze Projekt auf, wie ich das ja immer wieder gemacht habe, da ist ja wurscht, wie viel Zeit du wie vertrödelst, aber in einem Livestream ist das blöd. Das ist einfach nur der Hintergedanke, wird. Der Gedanke hinter der Entscheidung, dass ich es jetzt einfach auf Screen gemacht habe. Ja. Finde ich jetzt auch halb so schlimm. So. Ratschlag zum Schwert. Das Schwert des Großmarschalls. So hat der Vater es beschrieben. In dir stimmt etwas nicht? Nur die große Aufgabe, die mein Vater mir gestellt hat. Sie ist zu leicht, nicht? Ja, genau. Ich glaube, es reicht nicht, einfach das Schwert zu finden. Aber ist das Schwert des Großmarschalls so mächtig, dass es jeden Feind zerschlägt? Er schlägt. Und zerschlagen auch, ne? Nicht wahr? Es muss mehr dahinter stecken. Jemand muss mich beraten. Dominus zum Beispiel. Wer war denn das jetzt nochmal? Warum er? Weil er äußerst intelligent ist und verborgenes Wissen zutage fördern kann. Was? Du hast mehr davon, wenn du mit jemandem sprichst, der ähnliche Erfahrungen mit einer mächtigen Waffe hat wie das Schwert. Jemand mit großer Macht, der jeden Feind erschlägt. Ein Mann mit viel Ehrgeiz und der Fähigkeiten dazu. Was? Und der Fähigkeiten dazu? Was? Ein Mann mit viel Ehrgeiz und der Fähigkeit dazu. Ach so, der Fähigkeit dazu, so. Ehrgeiz und Talent? Ich überlege, aber mir fällt niemand ein. Ehrgeiz und Talent. Puh, vielleicht der Älteste, der Sagita? Die SP-Kanone, natürlich. Die mäht wirklich jeden Feind nieder, der sich zeigt. Stimmt, wenn wir dazu kommen, rede ich unbedingt mit ihm. Gut, dann haben wir, ja, die nächsten Ziele vor Augen. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht. Soll ich jetzt beide Sidequests zugesehen oder... Da unten ist nur eins. Warum ist jetzt nur eins da? Sollten wir nicht zu den Sagita? Die sind doch eigentlich da nördlich. Oder... Und da unten war jetzt... Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. So. Wie wir da durch die Welt reisen. So, was war hier jetzt? Warum zeigt das jetzt in diese Höhle? In diese Höhle. Oder ist das jetzt auf einmal eine andere Sidequest? Kann natürlich sein. Dann gehe ich jetzt mal zu den Sagita. Vielleicht kommt da noch was.
Oder ich gehe einfach in die Höhle rein. Das könnte auch was sein. Hallöchen. Kann ich ja mit jemand reden? Frage ist nur, wo ist dieser Heinikus? Oder warst du damit gemeint? Wahrscheinlich schon, nicht? You return, my friends. A welcome sight. What brings you back to the home of the Sagitta? The SP cannon has the power to annihilate any foe. If a strong sword is truly needed to rule a people, the Sagitta would know. I would seek your wisdom, Elder. And I would hope that I have the wisdom you seek, my child. You have in your village a super weapon capable of blasting balls clear out of the sky. Yes, I suppose we do. Well, I was just wondering, do you think you could still lead your people without that power? So you would follow in your father's illustrious footsteps, Idia Lee. I am a humble elder of a sleepy hamlet in the clouds. I fear my advice would have little value to one who would rule a great nation. But I will answer you. Yes, the SP cannon is a weapon with the power to destroy our mortal foe. Such power might seem excessive and unbefitting our small mountain village. And yet there are Baals everywhere, and they threaten not just our people, but all who live in this world. Left unchecked, these fiends would destroy humanity, and we have the power to stop them. Whether this power is essential to govern my people, I cannot say. But it is a power that I would be a fool to relinquish. But what if someone tried to use this great power for evil? What then? This is, of course, a danger. Why, even used in good faith, an artifact of such power can have unforeseen and terrible consequences. But if we rejected this power out of fear, then what would happen to this world? Our foes would still be there, and who would hold them in check? When confronted with an unrelenting foe, what responsible leader would not take weapon in hand and destroy them? Your mind hears my words, yet your heart remains unconvinced. No, it's not that. It's just... It is all right, child. It is good to doubt. The question of how best to rule a nation is one with no easy answer. Maybe the sword is the answer. Man muss halt auch aufpassen, das ist auch beim Schild so, bei der Verteidigung, bei der ultimativen, dass man da nicht zu nachlässig wird, nicht? Einfach das ganze Vertrauen in diese mächtige Waffe setzt und dann meint, dass man sonst eh nichts machen muss. Trainieren oder selber noch stärker werden. Das verleitet ja nur dazu. Was war jetzt nochmal das Schild? Das war... Ach, come on. Das war... Wer war da gemeint? Moment, kann man das nicht irgendwo nachsehen? Ich glaube da. Nebengeschichten, Templer. Zweikraft. Zweikraft. Aha. Ja, mehr hast du nicht zu sagen, oder? Was war denn der Sitz? Das andere. Wo mussten wir da jetzt hin? Ha! Welche Orte gibt's denn hier noch? Dieser Ort und dieser Ort und dieser Ort. Das gibt's doch nicht. Ich stehe auf der Leiter, auf der Leiter. Schaue in den Himmel und frage mich. Leiter! Beam me up! Hurray! Was soll das heißen? Ich weiß nicht. Nee, hier war nix.
Ja, vielleicht. Boah, ey, das gibt's doch nicht. Wo musste man nochmal hin? Wobei, das würde eigentlich passen hier. Zu unserem alten Kumpel hier. Hallöchen. Da ist niemand. Warum ist hier niemand? Das ist so still. Und man hört wahrscheinlich wieder mein PC. Das gibt's doch nicht. Wo musste man mit dem Schild hin? Das Schild, das fragt sich doch. Moment, man kann doch die Dingsbums nochmal anhören. Die Nebengespräche da. Das war Partygespräch. Oh, das. Ich weiß auch nicht, wie das hier sortiert wird, das Ganze. Also die neuesten sind sicher nicht ganz unten. Das habe ich schon gesehen. Oh. Geschichte. Was? Wie? Wie hieß denn das jetzt nochmal? Ah! Ja, jetzt kann ich mich erinnern. Es war ja so offensichtlich. Das gibt's doch nicht. Aber jetzt weiß ich wieder wohin. So. Der Vulkan ist da rechts unten. Nach Hartschild, wie auch immer man die Stadt hier aussprechen möchte. Zu Goodman. Yes. So. Und wie ich darauf jetzt kam, weil ich Starkford gelesen habe, glaube ich, hieß die eine Gegend. Da musste ich gleich an das hier denken. Da. Los, lasst uns hingehen zum weisen Mann. Ist er hoffentlich hier? Sonst müssen wir weiter. Er ist nicht hier. Das ist sehr blöd. Kannst du was sagen? Da müssen wir zur Brücke wahrscheinlich. Oder wo ist er sonst? Alter. So ein Hin und Her verwirren. Herumirren. Und das verwirrt mich, so wollte ich es eigentlich sagen. Ach. Auch sneaky, dass das nicht angezeigt wird. Da vertrauen die Spieleentwickler... Nein. Da vertrauen die Spieleentwickler, dass man ein Gedächtnis hat. Oh, wie können sie nur? So, altes Haus. Hail, Lydia. What brings you back to Eisenberg? The Shieldbearers fought the Swordbearers by building unbreakable defenses. So, is it better to rule a nation by the shield? In these past few years, you faced a coup d'etat, civil war, and relentless attacks by the Empire. And yet, under your command, the Shieldbearers held strong and repelled every threat. Commander Goodman, I would hear from you how a ruler might best defend his nation. A weighty question indeed. I take it you are preparing to follow in your father's footsteps. Very well. Compared to the Duchy of Eternia, ours is a humble nation. But I will offer what advice I can. The defense of a country relies solely on the soundness and strength of its shield. No matter how many times it is struck, no matter how powerful the blows that rain down, it must not bend or buckle. It must absorb all harm so that no injury, no pain befalls the bearer. Now, this is how I built our shield. First, I drew a sharp line between the soldiery and citizenry. It is the former's duty to defend the latter. I saw to it that my men were provided with the strongest armor and stoutest shields, enough to protect them completely. So equipped, they could absorb every attack for as long as it took to exhaust our foes and sap them of the will to fight. This was the doctrine of the Shieldbearers, and now that of the Eisenberg Army. Of course, some argue that our approach is too rigid, too simplistic. Why not put greater focus on offensive power or mobility? I myself once entertained such ideas, and I was not the first Shieldbearer commander to do so.
Were we to divert more of our forces to the offensive, we could weaken the enemy's assault, relieving the burden of defense. But doing so would thin our defensive line, and might even afford the enemy a way to break through. We have one duty, and one alone, to protect the citizens of Eisenberg. An approach that would put them at risk, even were it to improve our efficiency, is not an approach I am willing to take. And even with the nation united, you will continue to mold the Eisenberg army into a defensive force? For as long as war troubles this world and peace eludes us, I will. A world without war is hard to imagine. I think we will always have need of a strong defense. It is my sworn duty to protect the people. I, for one, shall never lay down my shield. So should I choose the shield? Beide Seiten haben auf jeden Fall ihre Richtigkeit. Ist auf jeden Fall nicht eine einfache Entscheidung. Ich würde aber... Das ist eben die Frage. Wenn ich jetzt rein auf das Spiel mich fokussiere, da bin ich eher jemand, der gerne angreift. Oder auch in anderen Videospielen. Aber es hat auf jeden Fall auch eine gute Taktik zu stallen, ne, im Pokémon zum Beispiel. Da sind die, nennen wir sie mal, die fetten Pokémon eigentlich immer sehr gut, wenn man eine Nuzlocke zum Beispiel spielt, nicht? Und was jetzt so ein ganzes Land betrifft... Boah... Ich würde generell sagen, so eine reine Verteidigung und ein reiner Angriff... Ist jetzt auch nicht das Beste. Aber wenn man die Entscheidung hat... Es stimmt schon. Wo war er? Achso, das war ja eh hier, oder? Wenn er noch da ist. Naja, wenn ich eine... ganze Bevölkerung hinter mir habe, einen ganzen Staat, eine Nation, sagen wir jetzt mal. Stimmt schon, dass man hier eigentlich doch eine Verteidigung aufbauen sollte. Da muss eigentlich, müssen sowohl die Kämpfer als auch die Bevölkerung, die müssen da stark bleiben. Weil wenn das mal anfängt zu bröckeln, das haben wir, glaube ich, im ersten Teil schon ein bisschen gesehen, dann wird es halt schlecht mit deiner Verteidigung. Und ja, das ist halt wirklich schwierig, nicht? Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt ist er nicht mehr da. Turm der Sterblichkeit? Ach ja, so haben die Eternia ja den alten Tempel genannt. Ja... Das beantwortet aber nicht meine Frage, wo jetzt er auf einmal hin ist. Vielleicht ist er auf dem Klo und geht gerade kacken. Wer weiß. Ich habe auch das Gefühl, es ist doch ein ziemlich großes Risiko da, wenn man nur auf Verteidigung achtet. Weil der das Ganze übernimmt, ne, die Führung, da muss ja die Führung ziemlich stark sein. Dass man alle möglichen Angriffe der Feinde irgendwie widerstehen kann. Und wenn ich jetzt mal da... Das war ja der Ninja-Job, glaube ich, im Bravely Default. Die wollte doch den Kommandanten umbringen. Was sie auch geschafft hätte, wären wir nicht da gewesen. Also so leicht kann sie im Prinzip dann gehen. Und ohne den Kommandant kann's dann eben die Lücke geben. Und dann schaut's ziemlich schlecht aus. Müssen wir jetzt nach Eternia, beziehungsweise da auf den Turm rauf, oder wo wartet der? Ich kann's mir halt vorstellen, da oben auf seinem Thron. Und wenn man die ganze Zeit nur attackiert, beziehungsweise wenn man
ja, jetzt eine Nation hat und man hat die ultimative Waffe im Sinn von, man kann angreifen. Die Offensivgewalt. Da hast du auf jeden Fall weniger Schutz, als würdest du die ganze Zeit versuchen, dein Volk zu beschützen, nicht? Warum kann ich da nicht durch? Muss ich jetzt wirklich hinten reingehen? Oder über den Schacht? Kann ich da auch? Nach oben? Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, mit der... Na, es ist auch ein bisschen abschreckend, würde ich sagen, so eine ultimative Offensivwaffe zu haben, oder? Also, da müssen sich die Gegner das schon zweimal überlegen, ob sie dich angreifen wollen, beziehungsweise ob sie Beef mit dir starten wollen. Du hast auf jeden Fall, wenn man jetzt wieder auf die Story von diesen Sagittar-Leuten sich bezieht, wenn du die einzige Waffe hast, die starke Waffe, um jetzt die schlimmsten Gegner irgendwie was entgegensetzen zu können. Ja, die Frage ist halt wirklich, was, wenn es dann diese Waffe nicht gäbe? Diese Offensivkraft. Ich würde, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, mich dann eher für die Offensivkraft entscheiden. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwas ausgeblendet habe bei der Entscheidung. Aber wenn ich jetzt mal an... Ja, über das nachdenke, was ich jetzt hier gerade so von mir gebe, sind ja alles meine Gedanken zu der ganzen Thematik. Dann würde ich mich eher für die Offensive entscheiden und weniger für die Defensive. Wobei, wie schon gesagt, Defensive, der große Pluspunkt ist auf jeden Fall, dass du deinem Volk doch eine gewisse Stabilität bieten kannst, was den Schutz betrifft. Und wenn du die ganze Zeit nur auf Angriff aus bist, na da, man kann auch so sagen, ich entscheide mich für die ultimative Waffe. Wobei ich glaube, das ist jetzt einfach nur ein guter Schild und ein gutes Schwert, was wir da jetzt haben. Und das ist jetzt die Entscheidung, die wir eigentlich hier treffen, ist, in welche Richtung wir das Volk hier beschützen möchten oder so. Oder die Nation führen möchten. Dann hast du da nicht so, ja, ich entscheide mich für die Offensive, aber werde trotzdem in die Defensive investieren und so Schutz bieten, das gibt's hier nicht. Sondern du gehst wirklich dann auf vollen Angriff voraus. Du hast einen starken Fokus auf den Angriff. Und das heißt natürlich, bist doch ziemlich anfällig. Oder deine Nation kann ziemlich anfällig sein gegenüber Angriffen. Das ist auf jeden Fall der negative Punkt für die Offensivkraft. So, bist du da? Warum ist hier niemand? Wo soll ich denn hin? Oder soll ich jetzt da trotzdem da in die Höhle? Ich glaube, das ist das, was man machen muss. Och, come on. Es wurde uns sicher gesagt. Ja. Ich kann mich vage vielleicht daran erinnern, dass man uns das gesagt hat, dass er dann da unten bei der Höhle wartet. Es wirkt halt so, dass das... Ja, es, wenn man so recht darüber nachdenkt, macht es irgendwie Sinn. Ne, du... Die Sidequest kam ja, nachdem du ein Item eingesammelt hast, oder? Nicht beide, sondern nur eins. Und ab diesem Zeitpunkt könntest du rein theoretisch deine Entscheidung schon haben und gleich zu dem Treffen gehen. Also wird schon Sinn ergeben, dass das hier ist. So. Also, jetzt haben wir da schon einige Gedanken gehabt über diese Thematik. Es ist nicht einfach, auf jeden Fall. Das kann ich jetzt hier so sagen. Grotte der Gewinde. Ich hoffe mal, das ist der richtige Ort jetzt. Level 60.
Das Level geht jetzt schon ordentlich nach oben. Und ein Dungeon, den wir erkunden können, erneut im Sinn von, hier in dem Spiel wieder ein Dungeon erkunden. Und erneut, weil wir ja diesen Dungeon schon aus dem ersten Teil kennen. Na gut. Aber ich glaube nicht, dass man hier schon vorher rein konnte. Ich wage mich zu erinnern, dass ich hier wirklich alles Mögliche abgeklappert habe, schon vor Monaten. Was jetzt mögliche, also da kann ich nicht rüber, mögliche Dungeons betrifft. Da habe ich mich sehr intensiv und sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht intensiv, sehr genau umgeschaut. Irgendwas macht das, glaube ich. Nein, doch nicht. Oder war das was anderes? Ach, keine Ahnung. So. Achso, das war einfach nur so ein Weg. So, für was würde ich mich jetzt letzten Endes entscheiden? Defensive gibt Stabilität und eine gewisse Sicherheit. Oh, jetzt muss ich... Jetzt ist das allererste Mal, dass ich politisch denke an unsere heutige Welt. Die Mauer bauen. Aber was, wenn das ist eben auch wieder, wenn man es jetzt realistisch betrachtet. Ja gut, wenn du so eine Mauer hast, so eine Defensive und jedem Angriff von außen standhalten kannst in dem Sinn, dann ist halt noch die Gefahr, dass der ganze Staat von innen heraus zerstört werden kann. Das ist ja logisch. Das ist eben auch das Schwierige, dass man die ganze Nation immer zusammenhalten kann. Da bringt dir die größte Defensive nichts. Es ist radikal, wenn man jetzt so gesehen darüber nachdenkt. Aber wenn man da zum Beispiel die volle Offensive dauernd hat, dann wirkt das wirklich abschreckend, nicht? Es wäre halt wirklich jetzt interessant zu erfahren, wie es jetzt wirklich in den Diktaturstaaten so ausschaut. Ja, da hört man natürlich viel von unseren Medien, aber das ist wahrscheinlich immer ziemlich einseitig, wie das doch berichtet wird. Ne, weil bei den Diktaturen, keine Ahnung, sagen wir jetzt Nordkorea oder auch Türkei und Russland, ist ja auch sehr vom Staat gelenkt. Natürlich auch in der Demokratie und so wird alles durch den Staat irgendwie gelenkt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder damit? Mit Staat gelenkt. Oder China ist ja auch. Die sind ja da ein bisschen sneaky. Die machen es nicht so offensichtlich wie Türkei oder Russland. Aber das ist ja auch so ein ausgeklügeltes System bei dem Ganzen. Und wenn du mal da was gegen das System sagst, dann bist du draußen. Oder dann wirst du so sozial abgeschottet, ne? Mit diesem chinesischen WhatsApp und Social Media Seiten, die irgendwie alle verlinkt sind. Das ist ja so ein richtig ausgeklügeltes System in China. Und wenn man da halt merkt und diese ganzen Social Media Seiten und Programme, die sind ja natürlich vom Staat her einsehbar. Die haben es da ja nicht so mit dem ganzen Datenschutz. Kann der Staat wirklich immer einsehen, wie die Leute ticken, was die da machen, und wenn man da mal wirklich negativ dem System gegenübergestellt ist, dann schaut es halt schlecht aus, weil die erfahren das, wenn du das über Internet oder so kundgibst. Und dann kann schon sein, dass du da ziemlich benachteiligt wirst. Jetzt nicht irgendwie verhaftet, das kann natürlich auch sein, aber es reicht ja schon, wenn man dich... Oder wenn man versucht, sozial dich irgendwie abzuschotten, oder ich glaube, da gibt es ja so soziale Punkte, Errungenschaften. Irgendwie was in diese Richtung.
Oder du darfst dann nicht mehr mit den öffentlichen... mit der öffentlichen Bahn oder so fahren. Das ist ja da ziemlich ausgeklügelt. Und das ist ja natürlich auch eine gewisse Offensive. Und deswegen wäre es halt interessant zu erfahren, wie die Einwohner, das Volk, wie die da wirklich dazu stehen, zu diesen Systemen. Natürlich, nach außenrum würden die da nichts sagen, ne, gegen diese Länder, gegen diese Regierungen, aber fühlen die sich wirklich sicher? Ich bezweifle es. Weil da gibst du ja wirklich sehr viel auf, wenn du alles dem Staat überlässt. Ja. Oder... das ist halt schwierig, wenn man es jetzt wirklich mit der heutigen Politik versucht, irgendwie einzusehen, das Ganze. Schauen wir mal. Der Vormarsch. Vielleicht kommt da jetzt noch ein Argument. Was hast du da? Das habe ich draußen mitgenommen. Ich warte auf eine Gelegenheit, es zu lesen. Könnte eine Karte sein in sehr schlechtem Zustand. Die Linie verbindet den Julianerwald mit Anchaim. Dann geht sie quer über den Piratenozean bis nach Eisen. So heißt der Kontinent, glaube ich, oder? Bei Starkford geht sie nach Norden bis hinauf nach Eternia. Dann endet sie bei diesem X in Südeternia. Und schau dir diese krakeligen Notizen an. Informationen über die wichtigsten Punkte. Hier ist eine genaue Karte des Hochlands von Eternia. Die Linie spaltet sich in drei. Eine führt zur Stadt Eternia. Reden die jetzt über diese Region da oben? Die zweite zum Zentralkommando, ja. Zum Turm der Unsterblichkeit. Datum ist auch da. Jahr der Orthodoxie. Was ist das jetzt schon wieder für ein Jahr? Ist das eine andere Zeitrechnung oder so? Oder ist das wirklich irgendwie... na, keine Ahnung. Da war ich 3 Jahre alt. Oh, nee. Oder Moment. Was war das für eine Zahl? Die Schrift in diesem Stein sieht aus, als ob sie von meinem Vater stammen könnte. Oh, wenn sie 3 Jahre alt war. Sie ist, glaube ich... 4 Jahre älter als you. Das heißt, dass diese Jahresanzahl, die wir gerade gesehen haben, plus 1, müsste bedeuten, dass das Geburtsjahr ist von you, oder? Ist ja logisch. Wenn sie 4 Jahre alt ist, müsste you geboren worden sein, wenn sie wirklich 4 Jahre älter ist als you. Wir haben eine neue Spur. Das müssen die Marschpläne von vor 17 Jahren sein, als der Templer den Aufstand startete. 17 Jahre? Da war sie 3, Idir. Also ist sie jetzt 20 und ich glaube, Yu ist hier 16 in dem Spiel. Also 4 Jahre, also wirklich. Das werde ich dann später nachschauen. Die Jahresanzahl, die wir gesehen haben, plus 1, das ist Yus... Geburtsjahr. Nach dieser einen Zeitrechnung. Hier diskutierte Brave mit Fürst der Rosa und dem Weisen. Dann kamen wir und holten das Regenbogengarn. Als er uns das Garn zum zweiten Mal gab, enthüllte der Weise das Geheimnis der Welt. Wie viele Wege haben sich in dieser Höhle gekreuzt? Wie viele Schicksale wurden hier entschieden? Welche Wahrheit? Welche geht's da? Ah, oh, was waren jetzt nochmal so die Story mit Bravely Default oder in Bravely Default? Da gab's ja diese Baal nicht. Ja, schon, rein theoretisch, aber in der Story nicht. Da war ja wieder einer dieser nervigen Feen. Und dann war da irgendwie dieser Böserich, der alles zerstören wollte. Und halt die Story da mit dem Himmelsvolk. Staat, wie auch immer. Ich glaube, die haben uns
davon erzählt, dass sich das nochmal wiederholt, das Ganze. Und wir haben genau das gemacht, was diese Erwe wollte. Und deswegen, ich glaube, so war es ja nicht. Und dann haben sie uns davon erzählt. Relativ spät, glaube ich. So war das ja. So, nur noch schlimmer. Laberst auch immer das Gleiche. Mensch. So, aber die Entscheidung ist noch da. Angriff. Offensive. Also eine Antwort auf ziemlich starke Gegner, sagen wir jetzt mal, zu haben. Oder immer die Defensive. Ich könnte mich da jetzt nicht so entscheiden, habe ich das Gefühl. Der Part ist wieder lang, aber sorry. Das möchte ich hier in diesem Part haben. This is where your mother and I were once sheltered by the sage of Yuliana. It is the place where we were blessed with a strong, beautiful daughter. And the place where I made my resolve to take back this nation and rule it by my own ideals. Even seeing the faces of the multitudes who had rallied to our cause, our hearts still wavered. Dare we pitch our outnumbered forces against a great religious order with the power of the crystals at their command? Dare we did. We resolved to overthrow the Orthodoxy, capture the Earth Crystal, and seize the throne. But how would we rule this new nation we would forge? How would we lead the world? After 3 days and 3 nights of heated debate, on the morning of the 4th day, I mustered my army. So this is where it all happened. I see you have found the Grand Marshal's sword and shield, and yet you have equipped neither. Tell me, Idia, is this how you would answer me? Ach so. eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, nun gut. Moment. I see. You're not one. Ja. Wir reden ja die ganze Zeit jetzt schon. Sagen wir eine Stunde lang über diese ganze Thematik. Also schauen wir uns mal das an. Wo ist denn das jetzt? Großschwert, ist das das Schwert? Glaube ich schon. Für Drachen 50. Ja, das ist halt einfach ein einfaches Schwert, wie es ausschaut. Und Schild. Großschild oder so heißt es wahrscheinlich. Wo ist denn das Schild jetzt? Hier? Ja. Ja. Schild des Herrschers und ja, ist einfach ein Schild. Ist einfach ein Schild. Kann man rein theoretisch beides? Offensive und Defensive? Dass man das irgendwie abwägt? Muss ich jetzt Idia damit equippen? Das ist aber blöd. Ich mach's einfach hier jetzt mit You. Also ich würde das wirklich sagen, ich würde sicher nicht rein defensiv und rein offensiv. Weil offensiv würde rein theoretisch für mich mehr Sinn ergeben, aber dann vernachlässigst du das Volk und das oder deine Nation. Und das würde ich da jetzt auch nicht wollen. Und bei Defensive wäre es halt ein bisschen blöd, weil du dauernd in der Defensive bist und so. Das auch ein bisschen riskant ist, weil du dann nicht wirklich in die Offensive investiert hast. Deswegen, wenn die Entscheidung auch geht, beides, dann würde ich eher das bevorzugen. Ja, was Punkt? Punkt mich nicht so an. Dann probiere ich es jetzt einfach mal so. Vielleicht muss sie dir ganz vorne sein und equipped sein, sonst heißt dieses Punkt, 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 dass ich mich für eins entscheiden muss. Warum geht? Man kann sich für nichts entscheiden und entweder oder, aber nicht für beides. Das ist irgendwie komisch. Na gut, dann halt so. Auch wenn es zum Kampf kommen würde, ist das halt jetzt für mich ziemlich blöd. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel umstellen. Okay.
dann kann ich nicht beides wählen. Das finde ich komisch. Wenn es einen das schon aufzwingen, dann bitte richtig. So, Eiskeule und... Hier... Nee. Ich möchte doch jetzt nur das hier haben. Das ist ja gut. Und du bist eh ganz normal. Und du wieder ganz nach vorne. Das muss sein, sorry. So. Was würde ich equippen? Würde ich nix equippen? Aber was heißt denn, wenn ich nix equippe? Was heißt das dann? Dass ich meinen eigenen Weg wähle? Das würde ja eigentlich passen. Ich möchte jetzt weder rein offensiv und rein defensiv agieren, sondern versuchen, da ein Zwischending zu sehen. Und wenn das eine Entscheidung sein kann? Oder heißt es dann... Ja. Oh, come on. Oder heißt das, nö, ich habe keinen Bock aufs Regieren. Kann natürlich auch sein. Wenn das dann der Fall ist, dann werde ich einfach nochmal neu laden. Ich habe ja eh gespeichert. Nun gut. Schauen wir mal, was das jetzt heißt. That's right. This is my answer. Explain yourself. As long as a nation exists, it will have enemies, whether or not it seeks them out. A ruler must have the power to fell those who would threaten the people's survival. This is why I sought the Grand Marshal's sword. And every nation has people within its borders. Hey, Moment, Moment. Was laberst du da? Das Innere, die beschützt werden müssen. Was laberst du, dass du für dass du das Schwert gewählt hast? Oder heißt jetzt, und ich habe mich fürs Schild entschieden? Heißt das das dann? Aber, was? Schauen wir mal. Ich lasse sie jetzt ausreden und dann werde ich wieder meinen Senf dazugeben. To keep its subjects from harm, a ruler must carry a strong, sturdy shield. So, I sought out the Grand Marshal's shield. But when I took these two great relics, sword and shield, into hand, I suddenly felt afraid. You wielded a mighty sword and a stout shield, yet grew fearful. Intriguing. I thought back to what I had seen in my travels across the realm, and to what I had read in the histories. Stories of men who claimed power to slay their foes, but who forgot the ones they loved, and whose hearts grew cold. Men who gained the power to protect people, but then lost sight of themselves, and grew vain, proud, and complacent. They put too much faith in the power they'd achieved. It became all-consuming. It was all they cared about. That was what I was afraid of. Justice must be supported by might and authority. But when it is delivered at the point of a sword, it is not but coercion. You are right to fear power. Yes, even power sought in pursuit of justice is not immune from corruption. A stout shield is needed to protect the people in times of war. Yet the true goal should be a world with no need for shields. The noble course is to believe in the ideal. Find that stout shield, yes, but do not bear it. The little bird who left our nest has returned on the strength of her own wings. Along the way you were lost, injured and betrayed. You knew despair and cried in anguish. We were confused. We doubted everything. We closed our eyes and ears to the world around us. But you overcame the pain. You raised your head and did not shirk from the truth. You took your troubles in stride. I met new comrades and knew the warmth of friendship. I was emboldened. I listened. I learned just how much I still had to learn. I felt the love of my master, my friends, my family, and my father, who I always looked up to and strove to follow. Hmm. Your journey is over, my daughter. But you have one more trial to face, together with the friends who stand beside you. Okay. War klar, dass wir nochmal gegen ihn antreten müssen. Machen wir das andererseits. Also war, das habe ich jetzt noch nicht so verstanden. War das jetzt eine Entscheidung jetzt
eine Welt, eine Nation zu haben ohne Waffen? Oder wie war das jetzt? Oder geht es jetzt rein theoretisch um die Erinnerungen, um die Erfahrungen, die wir gemacht haben? Das habe ich jetzt noch nicht so verstanden. Das müsste ich mir nochmal anschauen. Mein Problem jetzt bei der ganzen Sache, ich habe jetzt rein theoretisch jetzt das verstanden mit dieser Angst. Es ging ja hier um die Angst dieser Macht, was jetzt beide Mächte betrifft, jetzt nicht nur Offensive, sondern auch die Defensive, wo ich auch rein theoretisch sagen würde, okay, man kann trotzdem sich für eins entscheiden und einen starken Fokus drauf legen, dass man sich nicht davon verleiten lässt, dann Fehler zu begehen oder so, nicht? Ne, diese Angst. Aber was macht dann so eine große Offensive oder so eine große Defensive, was macht das mit dem ganzen Volk? Das ist natürlich auch was anderes, wo du zwar Einfluss haben kannst, aber nicht zu 100%, nicht? Und das macht schon mit einem Volk, mit einer Nation was, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt eine große Offensive oder eine große Defensive. Und da kannst du wenig was machen, dass man dann, ne, sich verleiten lässt von dieser Macht. Nur was mir hier jetzt fehlt bei dieser Entscheidung ist, wie würde ich jetzt meine ganze Nation damit aufbauen mit dieser Entscheidung. Ja, sie haben jetzt geredet, was Idir so gelernt hat und für Erfahrungen gemacht hat, aber das heißt ja nicht, dass jeder das dann, wenn man diesen Weg einschlägt, dass jeder genau den gleichen Weg dann findet, beziehungsweise durchlebt wie Idir. Also wie das dann auf der Führungsebene dann ausschaut, wie man dann so eine ganze Nation führt mit dieser Entscheidung, das ist mir jetzt noch nicht ersichtlich. Aber rein theoretisch würde ich mich damit mehr zufrieden geben. Also sage ich einfach mal, ja, machen wir das. Auch wenn ich noch ein bisschen verwirrt bin von der ganzen Sache. I am Brave Lee, Grand Marshal of Eternia. This is your final trial. I shall spare no effort. Offer no mercy. Begin! So, dann heißt es ja mal in die Verteidigung gehen. Ist eigentlich eh immer das Gleiche hier. So. Er nervt aber ein bisschen, muss ich sagen. Ich würde aber auch sagen, ich greife jetzt mal lieber mal an. Kann ich hier was machen? Ein starker, aber wenig genauer Angriff. Erhöhen, starker Angriff, starker Angriff. Oh, das könnte gut sein. Aber ich würde jetzt einfach mal das hier wählen. Ich glaube, der hat ja... Wobei, das ist, glaube ich, der andere Job, der sich dann vor dem Mitkämpfer stellt. Also würde ich sagen, ich greife ihn jetzt einfach mal an. Der könnte doch ein bisschen stören dann am Ende. Und du kannst ja hier Blitzka. Blitzka! Ist eigentlich immer gut hier gegen diese Feinde. Ja, die anderen gehen in die Verteidigung mal. Ich mach irgendwas da damit. Irgendwas habe ich damit ausgelöst. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Ich habe wieder voll vergessen, was sein Job denn so machen kann. Ja, komm. Ist jetzt wurscht. Regen, Regen, Regen. Wurscht. Einfach angreifen. Du kannst einfach mal das hier machen. Und du, mein Lieber, kannst das wieder ungeschehen machen. So. Autsch. Die halten aber auch ziemlich viel aus, muss ich sagen. Nein, you!
Wie kannst du nur? Du Miststück! Gut, Magnolia, du hast ja, oder ich habe mir da ja was überlegt. Ausweichen bei physischem Angriff. Aha. Aha. Dann mache ich das mal. Und greife jetzt einfach mal an. Weil die nerven die Kleinen. Die Kleinen. Und ich könnte rein theoretisch Ruhe. Nein. Wiederbeleben, weil wenn ich jetzt alle hochheile, was ich vorgehabt habe. Also, geht das wirklich auf alle? Schauen wir mal. Ja. Das ist eigentlich ziemlich OP jetzt. Jetzt hör doch mal auf. Was bist du für ein Ekelhafter? So. Dann würde ich jetzt auch sagen, Quattro. Ja, komm. Ja, komm. Und du kannst wieder in die Verteidigung gehen. Yes. Okay. Ich helfe dir damit mehr aus, als dass ich Schaden machen würde, aber ist ja wurscht. So. Ja, komm. Wobei, dann können wir die schöne Musik nicht hören, aber ist ja jetzt wurscht. So. Und sonst? Sonst gehe ich einfach mal in die Verteidigung hier. Mondstrahl! Für die Soße! Yes! Achso, das war's schon. Was? Oh no! Wobei, das, wenn das jetzt nur 30.000 waren, müsste es das jetzt gewesen sein, oder? Dann machen wir das jetzt mit der Götterwaffe. Wenn wir es können. Wenn wir es können, dann können wir es. Meine Weisheit für heute. Was ist das jetzt für ein Megaschwert? Weg da! Nix da! Wie viel noch? Ja gut, dann muss ich eh jetzt für etwas sorgen. Sonst habe ich hier nur diesen Quattro-Schaden, oder? Die Musik geht wieder ab. Hier. Dann mache ich auch mit dir das hier. So, und du kannst ja mal wieder was ungeschehen machen. Ja, das kann ich auch im nächsten Zug und das eigentlich auch. Aber ist ja wurscht. Okay. Zu einfach. Wenn du sagst. Wenn du sagst, dann sagst du das. Also, eigentlich Yu. Nee. Ich werde sie jetzt einfach wieder alle hochheilen. Nee. Ich werde sie alle hochheilen. So. Und ihr seht wahrscheinlich eh, was ich vorhabe. Und auch mit Tiss. Also, dann brauche ich das gar nicht. So. Und Genesung einsetzen. Und was... Warum kann ich das nicht einsetzen? Egal. Alle sollten ihre Specials einsetzen. Das ist meine Entscheidung hier. Meine Entscheidung, wie ich eine Nation führen würde. Nicht nur den Fokus auf einen richten, der beschützt oder angreift, sondern alle sollen ihre Fähigkeiten ausleben können. Das ist jetzt endgültig meine Entscheidung. Und damit knüppel ich dich jetzt nieder. Sei denn du regenerierst dich jetzt noch öfter. Mein lieber Papa. So.
Ja, komm. Kann ja nicht schaden. Ja, Verteidigung kommt. You have grown strong, my daughter. Und das war's. Zwar voll übertrieben, was ich hier gemacht habe, aber das war's. Und damit einen weiteren Job. Das würde aber bedeuten, weil ich glaube, ich habe jetzt nur noch einen Slot frei für einen Job. Das wäre... Was ist jetzt mit Juliane und dem Vampir? Strange. How strange. For the first time in my life, I feel no regret or frustration in defeat. Perhaps this is what I had hoped for all along. Father. It is nothing. For being told I might never wield a sword again, this body served me surprisingly well. Now, you must take this. This is the stave of the Grand Marshal of Eternia. He, nay, she who bears it, holds full authority to rule the duchy. Rule Eternia? Me? Yes. You have shown that you possess the strength to cut down your foes, the strength to protect your people. And most of all, the wisdom to know that though you possess both, you need not use either. Go forth and rule in wisdom, Grand Marshal Idia Lee. The future of Eternia, nay, of the world itself, is in your hands. Yes, Father. Why, Idia? Mother? What's going on? Your father and I have decided to move out here to the woods. Seriously? But isn't this the Wise One's place? It certainly is. Or was. From what we've heard, he hasn't been around here in quite some time. I've been thinking of renaming the place. Brave Lee's Needleworks. And Sage Juliana is okay with this? Don't worry, dear. The old sage could never get angry at me. But listen, Idia, I'd like you to have a word with your father. About what? His armor. Even though we're retired and living here in the woods, he refuses to take it off. I have grown accustomed to the proper ballast it provides. If I took it off, the next stiff breeze might carry me clear into the sky. I think I'll stay as I am for now. The full metal seamster, huh? That's gotta be a first. Sir, the delivery you asked for. Alternus, I've been waiting for you. Fabric and thread just as you asked. If you exhaust your supply, simply say the word and I shall procure more. Thank you, Alternus. You're always so helpful. And what of the other items I requested? I have brought them, sir, but are these truly what you were looking for? Patchwork for apprentices. 100 embroidery patterns for spring and summer. Yes, these are perfect. You're really serious about this needlework stuff, huh? Of course. Have you ever known your father not to be serious? For my first project, I believe I shall make you a quilted vest. Then again, Noble Tsuna hinted that he wanted a new tea cozy, and I promised to knit Alternus a woolen scarf. Before that, the armor. Ach ja. Ist auch mal interessanter Gedanke, ne? Wenn man sein ganzes Leben hinter sich gebracht hat und dann in der Pension ist. Was macht man dann? Ach ja, und genau das, ne, mit deiner Rüstung, jetzt hast du einen Komplex, dass du dich dann ohne dieser Macht der Rüstung schwach fühlst, hast du dich jetzt verleiten lassen von dieser Macht. Und ohne dieser Macht fühlst du dich schwach. Und das möchte ich nicht erreichen.
oder so. Wie er uns immer anschaut. Was meinst, Kleiner? Rettet die Welt. Okay. Ach so, okay. Interesting. Gibt's hier ein Jip-Jip-Jap-Jap. Gab's, du hast, glaube ich, im ersten Teil was verkauft. Aber jetzt bist du so, ja, ein Zeltgespräch. Jetzt wurdest du zu einem Zeltgespräch. Wie ich mir das vorstellen soll. Jetzt nehmen wir dieses Viech auseinander und machen ein Zelt draus. Jetzt bist du zu einem Zeltgespräch geworden. Und das machen wir jetzt. Dinner is served. Finally! I'm so hungry I could eat a horse. It's so tender. This is divine. It's like a little symphony playing in my mouth with every bite. You simply must tell me, Tiz. What is this masterpiece? Meat? Hey, come on, Tiz. Magnolia is asking a serious question. Sorry. How about roasted wild boar with blueberry sauce? The boar shoulder Carl gave us has really aged well. What's the sweet and sour flavor? That's blueberry jam. We had some in the stores, so I used it as a rub for the roast. Oh, right, the stuff I bought but never used. And what's this on the side? This warm risotto-like stuff. Rice, mostly. Tiz, you're doing it again. Oh, sorry. How about, buttered rice porridge with mushrooms and wild vegetables? I picked a bunch of wild mushrooms and roots when we stopped for lunch the other day. I figured they'd go well with the buttered rice left over from yesterday. Buttered rice? From yesterday? That's right. I used the leftovers from Magnolia's dinner. Tell me, Tiz, do you have a philosophy de la cuisine? Huh? A philo what? A policy. Towards cooking, I mean. Do you have a particular approach? For example, you put lots of effort into presentation. I do? But everything is loaded with garlic, and he sticks to simple dressings like ketchup and brown sauce. She's calling you a one-note cook. What? Come on, Magnolia. Pull some punches, would you? Idia, meanwhile, likes the extremes. Sweet things are super sweet. Spicy dishes get a quadruple dose of pepper. Yep, that's me. Food with a punch. She's not afraid to explore and experiment, which often results in total disasters. That sounds familiar. Remember her charcoal on the half shell? And the legendary soup of many colors? Look, you have to try new things if you want to improve as a cook. You were trying to improve? But I have to say, there's a certain je ne sais quoi about Tiz's food. It's tasty without being flashy, and it has real depth. It makes me wonder, just what is his philosophy? Where did he learn to cook? I'm pretty sure I don't have a philosophy, and no one ever taught me, per se. I mean, I'm not a gourmet like Idia and you. I don't know about fancy ingredients and dishes. There must be something. Come on, don't be coy. Well, one thing I do believe in is not wasting food. Does that count? Like today, I used the boar meat we got and that extra blueberry jam for the roast. Then I had the idea to use up the leftovers from last night's dinner. We just happened to have the mushrooms and wild plants on hand to dress it up. Magnifique! Tiz, I think you have a wonderful approach to cuisine. It's nothing special. I just hate to see good food go to waste. Now that I think about it, you've never made a bad meal. Your dinners are always just right. Well, I'm not as adventurous as you. I stick with what I know, so I don't mess up all the time. Well, excuse me for trying to spice things up from time to time. Sorry. Oh, that reminds me.
I made a totally unadventurous dessert, too. Sweet roasted chestnuts. What? Well, why didn't you say so earlier? Bring it out already! You really are the best, sir. Und damit haben wir jetzt schon einen längeren Part hinter uns und ich würde auch sagen, nachdem wir so viel über Essen geredet haben hier in dem Part, naja, wir haben noch mehr über Regieren, wie möchte man eine Nation leiten, das war eigentlich der Hauptteil von diesem Part, aber es ging auch sehr oft ums Essen. Kann man sich jetzt einen Schluss gönnen und für den nächsten Part sich ein bisschen was gönnen, oder? Ich habe auf jeden Fall die Zunge bekommen. Naja, Leute, das war's auf jeden Fall. Ich bin hier im Livestream, also kann ich mir nichts gönnen. Sorry. Sorry an mein Selbst. Ich nehme jetzt einfach weiter auf. Hungrig werde ich auch weiter aufnehmen und hoffe, dass jetzt nicht noch mehr Essensthematiken zum Vorschein kommen. Sonst mache ich halt eine Pause im Stream. Mir wurscht. Und ja, das war's. keine Ahnung, ob ich diesen Part splitten werde, weil der wäre jetzt rein theoretisch... Ja, eine Stunde 45 Minuten lang, kann man schon sagen. Ist schon ein bisschen lang geworden. Aber ich möchte die Sidequest hier eigentlich in einem Part drinnen haben. Deswegen wird es wahrscheinlich ein langer Part auf YouTube. Oder ihr schaut's nach, da ist sowieso wurscht. Wenn ihr das nachschaut, ist es eigentlich rein theoretisch wurscht, weil wenn es euch zu lange wird, dann merkt ihr euch einfach die Zeit und schaltet es ab und schaut euch das irgendwann später weiter an. So einfach kann es sein. Naja, und weil hier eh keiner im Stream ist, oder jetzt gerade live hier dabei im Chat, zumindest sehe ich hier keinen, der was kommentiert hat und auch in der Zuschauerliste, ist... Hey, da ist wieder. Schon wieder das Skateboard. Was will dieses Electrical Skateboard hier? Das verfolgt mich. Dieses Tom Turbo Skateboard, das verfolgt mich jetzt schon. Was soll das? Ich fühle mich jetzt so gestalkt. Hey, da war was. Okay. Dann würde ich sagen, das war's jetzt wirklich mit dem heutigen Part und dann geht's beim nächsten Mal wieder weiter. Entweder mit einer neuen Sidequest oder mit der Story. Wir befinden uns ja im letzten Kapitel wahrscheinlich. Oder es geht noch weiter. Es bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, dass jetzt noch mehrere Kapitel werden. Ne? Mit der Story um Altair, wie auch immer. Mit dem Baal. Vielleicht kommt der ja noch mehr. Aber 6 klingt... Irgendwie habe ich das Gefühl... Na... Vielleicht arbeiten sie, wenn sie mit 7 Kapiteln arbeiten wollen. Vielleicht arbeiten sie mit der Zahl 7. Hat ja auch eine gewisse Aussagekraft, die Zahl 7. Also schauen wir mal. Naja, ich sollte aufhören. Das mache ich jetzt auch. Leute, macht's gut. Tschüss. Und du Electrical Skateboard, schreib mal was in den Chat, wenn du mich die ganze Zeit stalkst. Das geht's doch. Das gibt's doch nicht. Oder ich rede jetzt über diversen Strom und Öl, was auch immer. Und dann wirst du hungrig, mein Lieber. Oder meine Liebe oder mein liebes Ding. Ja, das kann ich auch machen. Also, leg dich nicht mit mir an, du Skateboard. Also wirklich. Leute, macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.